Ein fröhliches Hallo hier zu Ramen 3 Hoodlum Havoc, meinem neuen Let's Play mit mir, dem Harry. So, mal ganz schnell den Vorspann weggeklickt, weil es doch ganz schön laut ist. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ramen, wie schon gesagt. Ja, ich habe mir so überlegt, ja, was könnte ich jetzt als nächstes Let's Play machen nach Bulletstorm, was ja doch ganz schön pubertierender Dünnsitz war. Und vor allem, ja, viel Action, viel Shooter. Was kann man da nehmen, habe ich mir überlegt. Ja, auch kein neues Spiel, habe ich mir gedacht, weil das machen ja im Moment so viele. Habe ich mir einfach mal Rayman geschnappt, Rayman 3. Und ja, ich kann mal kurz... Warte, wie alt ist denn das Spiel? Warte, ich guck mal schnell auf die Verpackung. Moment. Ja. Ja, 3 Jahre. Ne, 2003 kam es raus, also genau 10 Jahre. Mathe-Leistungskurs, hihi. Nein, Spaß. Spaß beiseite. Und ich habe mir gedacht, ja, mal eine Abwechslung könnte man ausprobieren, ob man es als Let's Play machen kann. Und ich versuche es einfach mal. Und wir starten einfach mal ein neues Spiel. So, ich bin Harry. Da brauche ich das H. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Nee, Spaß. A, noch ein... Nee. Nein? Hä? Scheiße. Nochmal. Also, verdammt. Ja, fängt schon sehr schwer an. Also, dieses Level hier ist, glaub, ja. Nochmal. Ist von allen hier am schwerste. Y. Genau 5 Buchstaben, das passt ja. Das Spiel ist genau richtig für mich. Diese Datei existiert bereits. Bist du sicher, dass du sie löschen möchtest? Ja. Achso, ich habe das Spiel mit dem Namen nochmal kurz angetestet, wegen der Controller und alles. Und ich starte mal das Spiel und halte jetzt meine Klappe. Ubisoft präsentiert ein Spiel, was voller Träume ist. Ein Spiel, sie zu knechten. Und da ist unser Held und Globox. Oh mein Gott. Als wenn das so leicht gehen würde bei Rayman. Das hätte er wirklich eine Arschkarte. Rayman 3. Hoodlum Havoc. Tja. Tja, ja, ja. Und es geht los. Super. Jetzt musst du selbst spielen. Was? Ich muss selbst spielen? Mann. Oh nein, da ist schon wieder so ein Kohlkopf. Kohlkopf. Das darf nicht wahr sein, sie sind überall. Kann ich getroffen werden? Die schießen auf uns. Das sind mal echte Bösewichter. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ich die roten Dinger. Ja.
dass ich die roten Punkte einsammeln muss. Wie gerade eben gesagt, von dir fliegen Fliege. Wir werden uns hier nicht stundenlang. Wie lange ist das her? Drehen. Ich bekomme langsam schon Krämpfe. Na gut, du warst nicht allzu schlecht. Zur Belohnung schenke ich dir deinen ersten Fallschirmsprung. Ohne Fallschirm. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, dass die Fliege mal total genervt hat. Also mich auf jeden Fall. Das war so eklig, ich konnte immer fast ausflippen. Und, wie sieht's aus, du Wurst in der Pelle? Ich mach doch nur Spaß. Du siehst echt sexy aus. Komm schon, gib Papa ein Küsschen. Na los, nimm es nicht persönlich. Schau mal, was ich gefunden habe. Das Handbuch. Da steht alles drin. Wenn wir es lesen, wissen wir, wie du hier rauskommst. Also, es waren einmal die Looms. Sie lebten in Eintracht, Liebe und Frieden. Wie die Hippies. Doch plötzlich die Katastrophe. Ein schwarzer Looms verwandelt die roten Looms in Hutlooms. Die Welt ist in großer Gefahr. Ah, hier steht es. Glowbox ist mit deinen Händen verschwunden. Feige wie er ist, hat er sich sicherlich irgendwo verborgen. Es wird nicht einfach, den Kerl zu schnappen. Zumindest nicht für dich. Ach übrigens, ich habe vergessen zu erwähnen, dass du für alles, was du tust, Punkte bekommst. Schau dir den Zähler an. Ich werde es dir zeigen. Wenn du Punkte hinzugewinnst, erscheint die Anzeige und du gelangst in den Combo-Modus. Da wird es dann erst richtig lustig, denn im Combo-Modus gibt es für jede Aktion mehr Punkte. Du solltest nicht trödeln, denn du verlässt den Combo-Modus wieder, wenn du keine Punkte machst. Ja, schon klar, ich will zocken. Noch eine letzte Sache. Mit den Punkten hältst du Zugang zu verborgenen Leveln. Versuche also möglichst viel davon zu holen. Okay, treten. Das Handbuch scheint ziemlich nutzlos zu sein. Springen. Aber vielleicht finden wir darin noch ein seitlich oder zwei Tipps. Okay. Sie super. Daran, die sagen, dass man zum Springen die Sprungtaste benutzen muss. Ohne Quatsch. Wer hätte das gedacht? Halt doch mal die Klappe. Und hier schreiben sie, dass man zum Schlagen die Schlagentaste benutzen soll. Was für eine Sache. Nee. Gibt es wirklich Typen, die für so Mist bezahlt werden? Auch schon witzig, das Spiel. Aber die Fliege geht mir echt auf den Senkel jetzt schon. Das kann ich euch gleich sagen. Mal sehen, wie lange ich es mit der aushalte. Ja, Rayman ohne Arme im Moment. Ja, was soll ich dazu sagen? Dann kann ich mich gerade nicht so gut erinnern. Ich dachte, man startet gleich mit den Armen und bekommt gleich ein Tutorial mit den Armen. Aber die müssen wir wahrscheinlich erfinden. Bei Globox, der so schlau war und sie geklaut hat. So. Noch? Da war noch einer. Na? Hallo? Da, jetzt. Was ist eigentlich mit euch hier? Verschwinde, Bengel! Verschwinde! Verschwinde doch selber! Von meinem Grundstück! Wolfgang! Die Kiddies spielen schon wieder auf unserem Rasen! Okay, und weiter. Man hört auch die ganze Zeit dieses Gesumme von der Fliege. Du bist wirklich der Beste! Das musst du mir nicht sagen, das weiß ich selber. Hallo, was guckst du? Ja, und die nein, Landschaft... Das ist ja lächerlich. Das Handbuch sagt, du könntest aus deinen Haaren einen Helikopter machen. Was du nicht sagst. Ein Helikopter aus Haaren. Die haben wohl schlecht geschlafen. Ich versuche natürlich auch, alle Diamanten einzusammeln. Weil es gibt ja Punkte. Und Punkte mag jeder. Na komm. Das ist echt verdammt lange her. Hey, bravo, Raymond. Du bist wirklich der größte Held. Gibt's denn einen größeren als mich? So. Und springen! Taka, 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 taka. Glowbox, wirst du mir wohl antworten? Was ist das denn für ein Geräusch? Doink? Doink? Und wir werden wahrscheinlich die ganze Zeit damit beschäftigt sein, Punkte zu sammeln. Was im Nachhinein eigentlich gar nicht so schlimm ist, wenn die Level abwechslungsreich sind. Und das sind sie meiner Meinung nach. Und es gibt ja noch ein kleines Extras, ich will es jetzt nicht spoilern, was in diesem Spiel so besonders ist. Wahrscheinlich wissen das die meisten, die das hier gerade gucken. Aber ich will trotzdem nichts verraten. Na Günther? Sag doch mal was. Sagst du was? Oh, mein Herz. Wolfgang, hol die Pillen. Sieh mal, der Feenrad. Wenn du eine anbaggern willst, dann solltest du woanders hingehen. Hier wimmelt es von alten, total verrückten Schachteln. Du wirst bestimmt recht dieses haben. Dieses Handbuch ist wirklich unschlagbar. Hier erklärt es, dass Schalter dazu da sind, Mechanismen auszulösen. Nein, ohne Quatsch. Wer hat nur diesen Müll geschrieben? Was für ein Müll?
Ist doch sehr informationsreich. Was ist das denn? Wer da? Was ist da los? Ist da jemand? Wo? Wo? Hallo? Aber das ist die Stimme von Globox. Ist das Globox? Globox! Sag mal, können wir das hier auch zu dritt machen? Also sind da die Hände schon. Tap, 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 tap. Transformation. Raymond digitiert zu. Raymond so mit Arm. Freude zu Beginn des Spiels. Ich glaube, es steht etwas Schlimmes bevor. Na endlich. Jetzt geht's los. Jetzt werden alle Bösewichte verhauen. Nicht getreten, sondern verhauen. Bing, bing, bing. Verschwinde. Mein erster Endgegner. Nein, Quatsch. Hallo Sterne, hallo Natur. Wie ist dein Name, kleine Blume? Rose. Alter, was laberst du? Oh, Raymond, du hast das Licht angemacht. Ist das schön? Wie der aussieht, ich find, na, ich feiere das jedes gesagt. Mal. Da sind schon wieder diese Mistkerle. Ach du Scheiße. André. Du musst sagen, und dass der Bösewicht André heißt. Aha. Was für eine Überraschung. André. Nach Raymond 2 hatte man mir eine Rolle als Künstler versprochen, der in den Armen eines Mädchens mit, großen Augen die Liebe entdeckt. Und was ist? Ich spiele eine Fliege in einem B-Film. Was? Oh, so herrlich das Spiel. Ach, wir haben gar nicht die Tür aufgemacht. 80%? Naja. Neues Bonuslevel freigeschaltet. Vielleicht kommen wir noch dazu, die Bonuslevel zu spielen, aber ich würde erstmal gerne das Spiel durchzocken. Wir müssen André schnappen, bevor er das Herz der Welt erreicht. Das Herz der Welt? Nein. Das dürfen wir natürlich nicht zulassen. Hey, sieh mal, ein Schalter. Bei jedem Treffer löst er einen Mechanismus aus. Ja, ich mach das gleich. Mann, ich versuche hier zu quatschen, aber die Fliege fällt mir dauernd ins Wort. Das ist doof. Hey. Achso. Ah. Zack, zack. Na komm. Easy going. Oh, Raymond, fantastisch. Das würdest du nur ohne dich machen. Um deine Schlagkraft zu erhöhen, halte die Schießtaste gedrückt, bis sich deine Faust mit maximaler Geschwindigkeit dreht. Ich glaube, da ist was drin. Achso. Okay, dann muss ich immer... Zack. Cool. Yippie. Yeeha. Deiner gut freien Lauf. Wenn André triumphiert, knüpft er Globox auf und zwingt dich, Akkordeon zu spielen. Das dürfen wir natürlich nicht zulassen. Mir fehlen die Worte. Außergewöhnlich. Phänomenal. Ich glaube, der verarscht mich. Super, duper, Extraklasse. Ja, wir haben es verstanden. Unglaublich. Du hast die Spardosen zertrümmert und damit die Türe geöffnet. Das ist ein wahres Zauberland. Münzen. Erstmal einsammeln. Diamanten. Ich kann mich noch sehr gut an diese Stelle erinnern. Da bin ich echt lange nicht weitergekommen. Weil man so komisch seitlich schießen muss. Das weiß ich noch. Weil ich da ewig lange gebraucht habe. Okay, ich glaube, hier gibt es nichts mehr. Dann versuche ich es nochmal. Also, seitlich gehend gedrückt. Los, Raymond! Und oh Gott. Entschuldige, da kommt eine Nachricht aus der Zentrale. Es ist der Projektleiter. Er entschuldigt sich im Namen aller für dieses Training. Ich zitiere, ist nicht sehr lustig.